Ja, moin. Ich bin hier mitten im Maiskogeltrail am Maiskogel, im Kitzsteinhorngebiet. Ein schöner, flowiger S1, neu angelegt, und den fahre ich jetzt mal mit euch runter. Einen kleinen Teil habt ihr schon. Ja, schaut es euch an oder auch nicht. Genießt die Aussicht, weil die hat man hier echt schön ins Salzachtal, Zell am See. Da ist theoretisch die Schmittenhöhe und hinter uns sollte dann irgendwo das Kitzsteinhorn rauskommen. Heute stehen wir in den Wolken, aber das ist egal. Der Trail ist trotzdem schön. Gesagt, das Schöne hier, Kuhweide, also hier muss man ein bisschen aufpassen, da sind Minen versteckt. An einigen Stellen sind hier bloß solche schönen Kuhfladen. Sondern an einigen Stellen ist es auch recht weich. Das muss man ein bisschen mit auf dem Schirm haben. Trail bedeutet natürlich immer bauen, deswegen auch hier kleine Baustelle. Hier ist ein Mini-Table eingebaut, schön zum Üben. Oh, Jumps. Da muss man aber auch aufpassen, weil die liegen nicht ganz in der Linie, manche. Manche Jumps hier tragen echt raus.
Da ist noch ein bisschen Bedarf, aber es geht. Stahlmantel. Jetzt kommt die Waldpassage. Auch noch ein paar schöne Jumps. Toll. Und zwischendurch immer mal wieder, nennt man sich. Hier, das ist eine sehr komische Kurve, weil die direkt im Split endet. Aber vor diesen weichen Stellen haben sie dankenswerterweise meistens auch noch ein Schild hingestellt, dass man ein bisschen abbremsen soll. Jetzt kommt hier noch so eine Mattpassage. Hier ist auf dem Ski ein bisschen ein Gebirgsflüsschen, das nicht durchgeht. Also Mattguards empfohlen. Und hier wird es richtig schön.
die ist auch ein bisschen kurz. Muss man ein bisschen mehr bremsen und umschwungen. Tja Leute, das war der Trail. Ich hoffe, das Video hilft euch ein bisschen bei der Trail-Auswahl. Also sehr schön flowig, super für Anfänger. Alles zu überrollen. Kinder, ja, würde ich sagen. Denke ich, ist auch super geeignet, weil relativ ungefährlich. Ja, das weiter geht es jetzt hier diese Straße. Das ist halt noch ein bisschen, ihr könnt es noch weitergehen. Könnte noch ein bisschen ausgebaut werden, weil wir müssen jetzt zur Mittelstation und dann müsste man noch ganz ins Tal und das ist alles Fahrstraße, teilweise asphaltiert. Ja, nie ganz so schön, aber was soll's, wir können jetzt zur Mittelstation fahren und direkt wieder hoch oder halt wir fahren, was ich jetzt gleich mache, mit der Panoramabahn rüber ins Kitzsteinhorngebiet richtig und schauen dort mal, was dort so geht. Was ich noch sagen wollte, super Service ist hier die Bike Wash Station, gibt es gleich zwei. Für die, die gleich beim ersten Mal voll durch die Kuhscheiße fahren, wie ich. sehr praktisch und am Ende des Tages kann man halt eben auch sein Bike sauber machen und sauber auf dem Auto verladen. Vergesst nie, ein bisschen Öl dran zu machen danach. Ja, ansonsten, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Die Fahrzeit ist je nach Können so ungefähr 10 Minuten. Seht ihr ja am Video. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal.